den Weg zur Buße wieder. Wenn sie auch in dieser Zeit für Torheit gehalten wird, so haben die Nachkommen des Gleiches, der Habsucht und der Hoffart Übergewicht genommen. Nochmal so den nächsten Satz. Lockungen des Fleisches. So haben die Lockungen des Fleisches, der Habsucht, der Hoffart, Übergewicht genommen. Also, auch nicht. Ich glaube, das sind lauter Verrückte. Wenn man ein Mikrofon liegt. Solche Worte kann man doch nicht von Dummheit und Verrücktheit. Eine Torheit. Oder seid ihr betrunken? Von denen muss man ja Angst haben. Komm, wir hauen lieber ab. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es doch ja in den Tod. Aber ich habe nicht ein bisschen mit reagieren können. Wenn ich so etwas am Ende schimpfe, stimmt schon, jawohl, und so weiter und so fort. Das muss jetzt einmal mir. Sonst braucht man das schon, wenn man die ganze Szene ausführt. Da bin ich nichts. Weder haben wir die Szene erst und das ist der Parallel. Probieren wir es nochmal. Ihr müsst auf jeden Fall voll mit reagieren. Nochmal, zurück zu deinem letzten Satz. Lockerung des Fleisches. Das Gleiche ist der Habsucht, der Hoffart, Übergewicht genommen. Was reden denn die für ein Schmarrn hier? Ich glaube, das sind lauter Verrückte. Und Leute, was ich dir zuhöre. Ich habe zu dir gespielt.
Die lassen wir doch bei uns, gell? Ja. Und ich? War ich fertig? Meine Brüder, geht mit dem Herrn und so wie er euch eingegeben hat, predigt allen Buße. Wenn ihr weiter wachst an Gnade und an Zahlen, so lasst es mich bitte wissen und ich werde euch noch mehr gewähren. Dennoch, euer Weg scheint mir noch allzu rau. Sie werden in die Hölle kommen und dort auf ewig gepeitscht.
Jetzt hör mal zu, Julia. Du bist eine Arbeitssorte.